Ja, damit sind wir dann bei Viel Kapitel Liebe nach. 6, der Torwächter. Ja, und damit auch herzlich willkommen zurück zu Uncharted 4. Wo müssen wir jetzt lang? Ach, hier oben sind wir schon wieder. Oh je, okay. Also, haben wir noch sowas wie eine Schatz, nicht Schatzkarte, wie eine Landkarte, wo wir hin müssen? Wahrscheinlich nicht. Wir haben nur noch die Fotos, ne? Die Frage ist jetzt, wir müssen eigentlich zum Stier, wenn ich das richtig verstanden habe. Da sind die Leute gerade. Ich weiß nicht, ob die Wunde jetzt irgendeinen Einfluss hat. Ich meine, jetzt läuft sie ja wieder fantastisch. Genauso wie sonst auch. Das ist aber eine ziemlich lange Strecke Das ist der dahin. Dank für meine Ehrlichkeit. Voll auf die Fresse. Naja, Ehrlichkeit, ich meine. Oh, was war das? Ja, das Land ist das nicht selber. Kann ich nicht einfach die Abkürzung hier runternehmen? Oder gibt es auch einen sicheren Weg? Jedenfalls würde es einen Weg geben, wenn sie nicht ständig stehen bleiben würde. Da können wir noch runter. Naja, Gut, dass ich an zumindest. Schmerzmittel gedacht habe. Die ist aber nicht eingenommen, hat Die nebenbei aber bemerkt. natürlich Gamesinn. noch im Wagen sind. Okay, wo ist der Stier jetzt? Ist der jetzt da geradeaus runter oder ist der jetzt. Ich habe jetzt gerade nicht mehr geguckt. Ich meine, er ist doch Richtung Turm da oben, oder? Ha, also hier kommt der Aquädukt ins Spiel. Du musst ihn an die Statue angehoben haben. Kann ich aber auch nicht durch, okay. Ja, ist natürlich toll, die ganzen Strecken jetzt hier schleichend zu Fuß zu machen. Wird schon schief gehen. Langsam, langsam. Tja, zumindest habe ich noch meine Würde. Welche Würde? Okay, aber ich sehe den Stier nicht mehr. Das ist das, was mich ein bisschen irritiert. Ach so, das ist das mit der Brücke. Da können wir eigentlich rüber. Vorausgesetzt, dass sie nicht total kaputt ist davon, dass hier tausende Autos durchgefahren sind. Können wir da? Ne, da können wir nicht hoch, ne? Hier weiß ich, kamen wir nur in. Obwohl, vielleicht ändert sich das jetzt, dass die Kammer da durchgehend ist, aber glaube ich eher nicht, ne? Ich denke mal, dass wir da komplett durch müssen. Hier denke ich mir mal, kommen wir auch zu Fuß nicht weiter. Das heißt, wir müssen dann den Weg nehmen, den wir auch gefahren sind. Eieiei, ja, die nachkommenden Folgen werden sich um einige Stunden verschieben, weil wir zu Fuß unterwegs sind und gar keinen richtigen Plan haben, in welche Richtung wir jetzt eigentlich laufen. Also wir wollen zu dem, was waren das nochmal? Zu dem Stier. Aber das heißt nicht, dass wir da genau wissen, wie wir da jetzt hinkommen. Ich weiß noch so in etwa, wie wir mit dem Auto fahren konnten, aber das ist alles zu. Also hier konnten wir durchfahren, das ist jetzt auch zu. Brücke. Ja, da hinten ist noch die andere Brücke. Was ist denn hier unten drunter? Kämen wir da eventuell weiter? Das wird dann wahrscheinlich auch von der anderen Seite zu sein, oder? Ja, sehe ich schon von hier, dass das zu ist. Okay. Ja, ich liebe Spiele, in denen man kein klares Ziel hat. Also, wir haben ja ein Ziel, wir wissen halt nur nicht, wie wir da hinkommen. Das lag in der Richtung auf jeden Fall. Ach so, da kommen wir jetzt gar nicht mehr hoch, ne? Das ist doof, dann muss es aber doch hier weitergehen. Also, das Einzige, wie gesagt, was ich weiß, ist die Kammer. Aber die Kammer wird uns nicht helfen. Es sei denn, dass wir ganz plötzlich auf der anderen Seite doch jetzt weiterkommen. Ich entschuldige mich auch schon mal für den Lärm, der jetzt gleich im Hintergrund sein wird. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Müllabfuhr nur dann vorbeikommt, wenn ich eine Aufnahme habe. Das habe ich ja schon ein paar Mal erklärt. Suchen wir es hier.
Ja, aber hier kann eigentlich nichts sein. Wir kamen hier nicht weiter. Moment, jetzt ist da ein Loch? Oha. Gut. Ach, ich habe gar keine Waffen mehr, oder was? Wollt ihr mich verarschen? Ach, du Schande. Okay. Um mit der C4 zu zählen. Wer ist jetzt die... Kann ich hier wechseln? Das ist jetzt die C4. Die ist es nicht, oder? Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet. Ich denke mal, die. Oder ist doch... Hat die Panzer brechen? Nee. Aha. Um mit dem C4 zu zielen. Ach, ich habe eine Sprengladung mitbekommen. Oh, sag mir das doch einer. Mann. Hallo? So. Alles klar. Schon viel besser. Hat einen Fernzünder. Sagt mir das doch auch einer. Okay, dann, dann kommen wir natürlich hier durch. So, mal eben schauen. Und das Feuer. Wow, oh, Scheiße. Runter. Wow, 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 wow. Wow. Okay. Ist das Nadine? Oh, jetzt sitzt sie aber echt in der Scheiße. Ich wo? Muss zu ihr. Wo? Da war niemand. Also da, wo sie hingeguckt hat, war gerade niemand. Oder man konnte es jetzt nicht sehen wegen dem Regen. Das kann natürlich auch sein. Nein, du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Du siehst mich nicht. Doch nicht. Dann haltet die Augen auf. Sie verstecken sich. Wir können nicht weit sein. Ich doch nicht. Ich würde mich doch niemals verstecken. Das Problem ist, dass ich da immer drauf zielen kann. Was sehr seltsam ist. Aber das ja unlogisch ist. Ach so, oder? Ah, oder wenn ich C4 bekomme vielleicht. Das wäre eine Option. Also, es wird wieder ein Weilchen dauern. Vor allen Dingen, wenn er hier alle paar Sekunden hier rumgefahren kommt und immer stehen bleibt. Weil wenn der wegfährt, dann bleibt, wird der sich wahrscheinlich umdrehen oder der obere wird mich sehen, wenn ich zurücklaufe. Ja, es war so klar, komm. Man hat da so ein kleines Zeitfenster nur. Okay, wo war jetzt noch einer? War hier oben nicht noch irgendwo einer? Ich habe irgendwo einen... Also in den Turm müssen wir rein, wenn ich das richtig verstanden habe. Fällt ja gar nicht auf, dass die ganzen Patrouillen hier weg sind. Wo ist hier der Eingang? So, wie war das jetzt? Wo konnte ich jetzt hier hochklettern? Na, jetzt anscheinend nirgendwo mehr. Das ist natürlich toll. Ja, und wo soll ich sie dann retten? Ist sie nicht in dem Turm drin? So habe ich das zumindest verstanden. Oder ist sie in einem Wagen drin? Nee, oder? Ich weiß es nicht. Aber das kann eigentlich nicht sein, oder?
Sieht der mich von da hinten? Die Kaution sehen wir nie wieder. Ja. Okay, also im Wagen ist sie offensichtlich nicht. Sie hat aber auch so komisch nach hier oben zum Turm geguckt. Das Problem ist halt, ich komme in den Turm jetzt nicht mehr rein. Das war jetzt der Wagen, ne, der hier rumfuhr. Okay. Das Problem ist, durch den Regen, nehme ich mal an, kommen wir jetzt da nicht mehr hoch. So wie es aussieht. Ich weiß nicht mehr genau, wie wir da hochgeklettert sind, aber wir sind irgendwo hier sind wir hochgeklettert. Ich meinte sogar hier. Da ich aber keine Ahnung habe, wo die ist. Und ich das so verstanden habe, dass sie halt eben im Turm ist. Oder oben ist noch einer. Ja, da waren noch zwei Kisten im Endeffekt zu öffnen, ne? Da hinten war, glaube ich, auch noch einer. Die machen wir mal. Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt von da drin sehen kann, wenn ich da die Kiste öffne. Ich meine zumindest, dass da eine drin war. Oder habe ich da andere Sachen drin gesehen eben? Ja, was mich halt irritiert, ist wirklich hier... Es war eine Kiste, ja. Mal sehen, wie viel der Transporter wirklich wegsteckt. Ah. Also doch C4. Sehr schön. Ist das dein Ernst? Das war dumm. Das möchte ich gerne mal eben wiederholen. Das Problem ist, weil der fährt über die Innenseite. Oder? Auch eine Ladung oder ist hier. Na? Na? Kann er noch fahren? Kann er nicht mehr fahren? Na, komm. Komm, mein Kleiner. Komm zu mir. Oh, jetzt nimmt er eine andere Route oder was? Wo läuft der andere denn jetzt rum? Gerade sagen, aber durchs Gras dürfte der normalerweise nicht laufen. Ja, komm zu mir. Komm. Wo ist er denn jetzt? Hallo. Jetzt rennt er wieder nach hinten. Dein Ernst? Genau, stell dich einfach oben drauf. Wo ist denn jetzt der Wagen hin? Der Wagen ist weg. Keine Ahnung, wo der hin ist. Da ist jetzt kein C4 mehr drin, denke ich mal. Aber ich habe hinten rechts noch was gesehen. Wenn du fahren willst, dann fahr jetzt. Okay. Wo hatte ich das jetzt hier gesehen? Moment. Da oben war einer, den hatte ich gesehen. Und ich glaube, da hinten links war was. Ja, genau, da war was drin. Das Problem ist halt nur, dass der uns da sowas von sieht.
Ja, weil er genau daran vorbeifährt. Hallo? Ich denke, der fährt nicht durchs Gras. Wollt ihr mich verarschen? Was war denn das für eine Aktion hier? Ich dachte, das sind so Safe-Punkte. Jetzt kommt er von der anderen Seite, oder was? Wehe, du fährst jetzt hier durchs Gras durch. Wehe. Wehe. Da hinten wurde mich schon platt gemacht, das ist okay, aber nicht hier vorne. Was für ein asozialer... Panzer. Ich kam gerade nicht drauf. Nicht drehen, ne? Wo fährt denn jetzt hin? Wie dämlich fährt der bitte? Hallo? Panzer? Das Problem ist halt, das ist sehr, sehr viel Strecke, um nach da hinten zu laufen. Und wenn man dann noch nicht mal weiß, wo dieser blöde Panzer hinfährt, weil er irgendwie, als ob der da an den Ecken festhängt oder so, keine Ahnung. Lauf, 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 lauf. Lauf doch endlich, mein Gott. Ja, jetzt kletter. Komm, heute noch. Oh, eine Panzerfaust wäre aber nicht schlecht, oder? Was für die Transporter denn wollen? Wo ist der denn jetzt? Da. Wie eine Flunder. Natürlich. Es läuft doch nicht so dämlich. Kann ich hier wenigstens rüberspringen? Muss der doch helfen. Da ist doch noch einer, oder? Nadine, das war's. Wir haben's. Halt durch. Bin gleich da. Komm her. Ich weiß, du bist böse auf mich, aber wir müssen zusammenarbeiten. Da war der Kopf. Dann mal los. Gern geschehen. Du hast mich angelogen. Ich hab nicht gelogen. Ich hab nur den Teil mit Sam ausgelassen. Unglaublich. Hör zu, Asaf hat Vorsprung und wir müssen uns beeilen. Wir? Shit. Hör zu, ich... Spuck schon aus! Okay, Karten auf den Tisch. Ich brauch deine Hilfe. Das fällt dir jetzt ein, hä? Und wenn du den Zahn willst, brauchst du meine. Hör zu, ich hab's versaut. Okay? Nennst du das etwa eine Entschuldigung? Tja, wenn das heißt, du bist dann wieder dabei, klar. Pass auf, wir beide haben hier was zu verlieren. Und das weißt du genau. Damit das klar ist. Mir geht's nur um den Zahn. Nicht um Sam Drake. Und ganz sicher nicht um dich. Na, von mir aus. Das kann sich ja noch ändern, Nadine, ne? Lauf jetzt doch mal. Deine Verletzung ist doch schon lange wieder verheilt. Jetzt lauf. Sie will nicht. Was machst du da? Ich sorge dafür, dass uns keiner folgt. Das ist eine gute Idee. Okay.
Wonach klang es denn? Danach, dass wir gleich alle sterben? Nur so ein Gedanke. Ach, das ist eine Treppe. Was zum Teufel machen die? Die nehmen eine Abkürzung. Dann sollten wir schauen, dass wir schneller sind. Mit der anderen Seite, die ist zu, ja. Moment. Achso, nee, ich dachte, oben wäre was drin gewesen. Ein Schatz, ein Schatz, ein Schatz. Wo sind wir denn? Da, hol mich doch der Teufel. Oh, wow. Die Könige haben ihre Leute in diese Tunnel geführt. Was? Das ist nicht der Eingang. Das ist die Hintertür. Also hier blinkt das die ganze Zeit. Das ist nicht gut, dass die Decke so Spitzen hat, oder? Ja, geh doch mal. Wird das hier stärker? Ah ja, doch. Ah, okay. Dann war das wohl nur zufällig, dass sich das so komisch anhörte, jedes Mal, wenn ich an den Dingern dran gelaufen bin. Sieht wie ein Stufenbrunnen aus. Hm, kümmert dich wohl nicht. Hörst du das? Jetzt schon. Das hört sich nicht gut an. Und so irre wie das Spiel manchmal ist, ignoriert uns einfach. In den Szenen könnte es sogar noch sein, dass hier irgendwie ein Panzer runterfährt oder so. Deswegen. Psst, was ist das? Auf jeden Fall ist es nah. Ja, der Schatz auch. Ist mir jetzt da oder darum? Entsprechend, die andere Seite dürfte nämlich der Schatz sein. Kommt Anna hoch? Bitte keine Sequenz oder so. Ah, okay. Sehr schön. Oh. Oh. Oh nein. Was ist denn mit dir passiert? Ruhig, Mädchen, ruhig. Wie kriegen wir das denn weg? Wir müssen da helfen. Hm. Ja. Oh, hey, 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 ganz ruhig. Sie sitzt fest, aber sie scheint nicht verletzt zu sein. Diese Explosionen von vorhin müssen das hier zerstört haben. Ruhig, Mädchen. Alles gut. Tut mir leid, Mädchen. Wir holen dich hier raus. Keine. Dem Elefanten. Euch beiden. Ruhig. Ruhig. Ganz ruhig. Okay. Wo bringt sie uns hin? Wohin sie will. Sicher? Ich habe nach rechts gedrückt und sie ist jetzt nach rechts gegangen. Hier. Willst du das hier? Was ist denn das Leuchten da oben rechts? Hm. Gehörst du zur Invasion oder zu den Wächtern? Auf jeden Fall bist du niedlich. Ich weiß nicht, ob wir mit dem schneller sind als mit... Also als zu Fuß, aber auf jeden Fall ist es ganz cool, dass sowas mal eingebaut worden ist. Spring jetzt nicht darunter.
Braver Elefant, guter Elefant. Schmeiß einfach weg, genau. Sie scheint auch kein Interesse daran zu haben. Die Affen sind wieder da. Nadine. Hör mal das. Das Zwischenmenschliche liegt mir nicht so. Du bist ein sturer Egoist. Ja. Du hast recht. Ich bin ein sturer Egoist. Ja. Schön, dass du es einsiehst. Tja, hast du gehört, Dad? Ich hab also doch was von dir. Was ist mit deinem Vater passiert? Er war der Typ, der nie aufgeben konnte. Das Kultusministerium hatte angeboten, ihm noch eine weitere Expedition zu finanzieren. Denn diesmal war er angeblich hinter etwas Großem her. Er war immer hinter etwas Großem her. Aber dann überfielen Banditen sein Lager und, die örtlichen Behörden fanden ihn Wochen später. Und dieses alberne Ding ist alles, was mir von ihm bleibt. Tut mir leid. Oh, hey. Er hat seine Wahl getroffen. Also. Hör zu, Fraser. Du musst nicht. Was macht er? Losstürmen, glaube ich. Sag ihm, er soll anhalten. Bin ich Elefantenflüsterer? Sieh dir das an. Ah. Kein Wunder, dass sie so drauf war. Hey, wegen der Sache mit Sam. Hör zu, vergiss es, okay? Ich habe selbst eine Menge Scheiß am Hals. Lassen wir das nicht mehr zwischen uns stehen, okay? Okay. Deal. Komm. Wenn heute sonst nichts klappt, haben wir wenigstens eine Familie vereint. Ja. Ja, bleib auf Abstand. Sie haben ein Kalb dabei. Okay. Aber ein Foto ist wohl drin, oder? Mit Hier. Dem Kleinen? Das mache ich. Oh, okay. Danke. Bleib auf Abstand, aber stell dich davor fürs Foto. Jetzt streck dich in die Richtung und halt deine Hand auf. Was? So streichelt man einen Elefanten sicher. Besten Dank. Das Foto will ich sehen. Das Foto will ich sehen. Oh, aber der Kleine ist, glaube ich, nicht drauf, oder? Der ist versteckt hinter den Großen. Ja, alles, was ich gesagt habe über die tolle Umgebung, nehme ich wieder zurück. Hier hinter ist irgendwie nur ein schwarzer Flecken. Soll wahrscheinlich so viel heißen wie, da brauchst du gar nicht zu gucken. Da gehst du mir nicht hin. Ich wollte gerade sagen, ich habe hier was leuchten sehen. Rechts war gerade auch noch was. Ich weiß. Erstmal muss ich den Hammer nehmen. Salas Kampf mit dem Tiger. Wir sind auf dem richtigen Weg. So, die Dinger können wir nicht, ne? Nee. Ist schon eine Weile her, aber Elefanten waren doch mal größer. Du kennst wahrscheinlich afrikanische Elefanten. Das sind indische Elefanten. Die sind kleiner? Was ist der Unterschied? Kleiner. Kleinere Ohren. So ein Doppelbuckel auf dem Kopf. Stimmt, die Ohren sind was kleiner, glaube ich, ne? Die Elefanten, ja doch, die wirkten schon ein bisschen kleiner. Ach, jetzt habe ich die Kiste nicht geöffnet.
nehme dir, was du brauchst. Gute Idee. Ja, ich wollte doch eigentlich die eine Kiste da noch öffnen. Das kann ich dann wohl vergessen, falls es wirklich eine Errungenschaft gibt mit Schlösserknacker, wenn man alle machen muss. Ah, im Eifer des Gefechts total übersehen. Links ist doch gerade... Nee, da blinkt doch nichts. Ah, aber C4 wieder. Grundsätzlich ist das ja gut, aber... Naja. Heißt das, wir kriegen wieder... Besuch vom Panzer? Oh, nein, nicht rüberspringen. Da können wir hoch. Hier oben. Na komm. Ja, wo muss man hin? Darum. Halt, stopp. War hier unten was oder ist da oben was? Jetzt lauf doch nicht immer weiter, Mädel. Ich glaube hier oben, ne? Ah. Eine Münze, sehr schön. Es war gerade so prädestiniert dafür, dass ich da hochspringen kann. So, die Frage ist jetzt, wir kamen von links, ne? Von da oben, genau. Hui. Nee, Moment. Da sind wir doch eben hoch. Moment, Moment. Jetzt verwirrt ihr mich hier ein ganz klein wenig. Da sind wir ja eben, da unten sind ja die Elefanten, da sind wir ja hochgekommen. Wo ist sie denn? Ach so, da muss ich hin. So, noch ein Stück. Okay. Folge mir, ich weiß auch nicht, wo es hingeht. Da können wir auch nochmal hoch. Ich wollte schon sagen, das wäre nämlich jetzt nicht so schön gewesen, wenn ich jetzt wieder bei den Elefanten aufgetaucht wäre. Was ist mit dir, kleines Äffchen? Und tschüss. Wolltest du mir noch zeigen, für wenn ich doch ganz doof bin, was ich mit einem Speer machen kann, der im Weg hängt? So. Wir müssen auf die andere Seite, denke ich mal. Uhuhu. Hey, oh oh. Die Treppe rauf. Ich sehe Licht. Was wir jedoch finden werden, das werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.